Der Gefängnisdirektor hat mich rufen lassen. Vermeersch, sagt er. Wie lange sitzen Sie schon? 1 Jahr und 6 Wochen. Und in der ganzen Zeit haben Sie Ihre Frau weder gesehen noch gesprochen? Und hat Ihnen Ihre Mutter nichts erzählt? Über Erik, sage ich. Ja, sagt er. Doch, sage ich. Ich weiß davon. Sie waren alle Hackgäste hier. Das ist doch eine Scheiße. Mein Gott, Mann, ich muss doch 300 bezahlen. Sag mal, ich will jetzt Kümmel hier, du blöde Sau. Blöde Sau? Was willst du damit sagen, hä? Dass es meine Schuld war? Dass ich hinter Gitter gehöre? Trinken lass mit unserem Wein. Ich hab mich fast in die Hosen gepisst. Ja, was hast du vor Augen? Das fehlt nicht viel, ich hab mir in die Hosen gepisst. Scheiße. Und hast du jetzt gezeigt, dass du hier der Boss bist? Ich bin nicht der Boss. Dann kommt die Mama nach Hause. Morgen Mittag. Ich komm schon klar. Ach, komm schon, ist doch deine Schuld. Deine Schuld und sonst niemand. Du hättest uns hier nicht alleine lassen dürfen. Ich konnte es niemandem sagen, nicht einmal mir selbst. Um einen habe ich zur Polizei gegangen. Ich bin mit einem Schlag alt geworden, Josh. In einer Woche, da kamen 20 Jahre dazu und du hast nichts gemerkt, nichts. Die Sache mit Christian und mir, es ist wahr, es ist die reine Wahrheit. Ich wollte Schatten um Verzeihung bitten. Aber ich habe mich nicht getraut, dir unter die Augen zu kommen.